Hast du genug davon, deine Fahrradrouten mit dem Handy zu navigieren? Und jetzt bist du auf das Garmin Edge 830 gestoßen, das ja schon ein bisschen länger auf dem Markt ist und fragst dich, ob es sich noch lohnt, das zu kaufen? So viel kann ich schon mal verraten. Ich selbst nutze den 830er seit ca. 3,5 Jahren. Der 840er, sein Nachfolger, kostet um die 430 Euro. Der hier um die 280 Euro. Das sind ganze 150 Euro günstiger als ein Nachfolger. Ich habe tatsächlich schon darüber nachgedacht, den hier abzugraden auf den 840er, aber das hätte dann eher Gründe, was die Videos angeht. Aber aus privaten Gründen würde ich nicht auf den 840er upgraden. Natürlich bringen neue Geräte auch meistens bessere Funktionen mit sich. Allerdings wird einem das meistens in der Werbung so gut verkauft und schmackhaft gemacht, dass man die und die Funktion braucht. Aber in der Realität sieht es meistens doch anders aus und im Alltag nutzt man diese Funktion gar nicht oder vermisst sie. Ich nenne dir jetzt alle wichtigen Funktionen, die ich im Alltag nutze und die wahrscheinlich für dich auch relevant sein könnten. Was ich gut finde, sind die verschiedenen Profile, die ich mir erstellt habe. Gravelbike, Indoor, Mountainbike. Und wenn ich jetzt hier auf meine Datenseiten gehe, habe ich als erstes ganz normal die Karte. Hier unten habe ich dann noch die Geschwindigkeit, die Distanz. Auf der nächsten Seite Timer, Distanz nochmal, Geschwindigkeit, Anstieg, Puls und so weiter. Und dann kannst du halt hier verschiedene Seiten einstellen, je nachdem, wie viele du benötigst. Und auch die verschiedenen Datenfelder kannst du alle individuell anpassen und dementsprechend, so wie du es brauchst, einstellen. Wenn ich hier mit einer Route aufzeichne, kann ich das Ganze natürlich auch mit verschiedenen Apps verbinden, wie zum Beispiel mit Strava oder mit Komoot, dass ich dort eine Übersicht habe über meine gefahrenen Kilometer und meine gesamten Strecken. Wenn du eine Strecke mit einem Routenplaner, wie zum Beispiel Komoot, planst, bekommst du natürlich die Strecke auch hier auf das Garmin. Du musst eben deine ganzen Konten miteinander verbinden, dich natürlich überall anmelden und dann synchronisiert sich das Gerät und du hast die Strecke hier drauf und du kannst die Route dann abfahren. Eine sehr wichtige Frage ist wohl die Akkulaufzeit. Und ich kann sagen, selbst nach 3,5 Jahren habe ich immer noch keine Probleme damit. Selbst wenn ich 10-11 Stunden unterwegs bin, ist das Gerät am Ende des Tages immer noch am Laufen. Die Akkulaufzeit ist natürlich auch abhängig von den Sensoren. Ich habe zum Beispiel immer meinen Pulsgurt verbunden, damit ich meine Herzfrequenz sehen kann. Dann mein Telefon ist verbunden. Falls mal irgendwas passieren sollte, könnte mein Freund Steffen immer über das Live-Tracking mich im Wald verfolgen und sehen, wo ich genau bin. Und dann ist noch meine elektronische Schaltung verbunden. Und da ist es sehr cool bei der Di2, also ich glaube bei anderen elektronischen Schaltungen funktioniert das auch, kann ich mit den Tasten an der E-Schaltung das Garmin bedienen und muss nicht den Touch verwenden, sondern kann einfach mit den Tasten die Datenseiten wechseln, was ich sehr schätze. Also das finde ich, E-Schaltung für mich schon alleine wegen der Bedienung von dem Garmin ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ansonsten, das Display lässt sich gut ablesen. Klar, es spiegelt immer mal wieder, aber das beeinträchtigt überhaupt nicht die Ablesbarkeit. Ich habe bisher noch nie Probleme gehabt, irgendwie nicht sehen zu können, wo ich abbiegen muss. Und soweit ich weiß, das 840er hat genau das gleiche Display, also da hätte man überhaupt keine Verbesserung. Wie eben schon erwähnt, kann man per Touch die Datenseiten wechseln und das funktioniert auch sehr gut. Es ist natürlich jetzt nicht so wie beim Smartphone. Allerdings muss man ja hier jetzt auch nicht irgendwie irgendwas eintippen, sondern wirklich nur die Datenfelder wechseln und es funktioniert. Falls es mal regnen sollte, könnte passieren, dass durch Wassertropfen irgendwie lustige Sachen passieren. Aber dafür gibt es auch eine Tastensperre und somit ist das Display gesperrt und es kann einfach nichts passieren. Thema Navigation. In 3,5 Jahren konnte ich doch einiges an Erfahrungen sammeln und ich kann sagen, die Abbiegehinweise, die kommen alle sehr genau und zuverlässig, genauso wie das GPS-Signal. Ich hatte in den seltensten Fällen Probleme. Keine Ahnung, vielleicht in 5 Fällen, wo ich nicht genau gesehen habe, wo ich abbiegen musste. Vielleicht, weil ich auch selbst zu dumm bin oder weil das Gerät es eben auch mal verbockt hat. Und GPS-Signal hatte ich, glaube ich, 2 Fälle, wo es ein bisschen, wo ich gedacht habe, was ist jetzt los, wo ich ganz woanders war. Klar, es kann immer mal wieder vorkommen, dass man so minimal neben der Strecke liegt, aber das kommt wirklich in den seltensten Fällen vor. Es gibt eine Sache, die nicht zu 100% funktioniert. So, ich sag mal, 2-mal im Jahr habe ich damit Probleme und zwar, ich plane eine Route mit Komoot und möchte die synchronisieren, damit ich eben halt hier mit dem Garmin die Strecke nachfahren kann. Und ja, ich synchronisiere und es passiert einfach nichts. Die Strecke, die ich frisch geplant habe,
kommt hier einfach nicht aufs Gerät. Ich muss dann die Apps schließen, das Gerät neu starten. Ja, manchmal funktioniert die Technik einfach nicht so, wie man es gerne hätte. Allerdings, Garmin, ihr macht das nicht seit gestern, also da kann man schon mal noch mal ein bisschen was verbessern. Der zweite Punkt, der nicht gut funktioniert, ist das automatische Umplanen. Das heißt, du fährst eine Strecke nach und plötzlich kommst du auf eine Baustelle und möchtest diese Baustelle irgendwie umfahren. Und normalerweise soll das Gerät für dich das Ganze übernehmen und dir eine andere Strecke finden und dich eben dann wieder zur Route zurückführen. Allerdings kommt es da immer wieder zu Problemen. Ich habe es schon oft ausprobiert, jetzt allerdings schon sehr lange nicht mehr, weil ich auch da keine Lust mehr drauf habe. Außerdem möchte ich selbst entscheiden, wo ich langfahren will. Also es gibt ja mehrere Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Und da gibt es auch nämlich eine coole Funktion hier bei Garmin. Man kann die Karte rauszoomen, kann sie verschieben und dadurch kann ich selbst entscheiden, wo möchte ich langfahren. Und sobald ich dann wieder auf der eigentlichen Strecke zurück bin, dann wird mir das bei Garmin auch wieder angezeigt, dass ich eben ganz normal weiterfahren kann. Das sollte man auf jeden Fall bedenken, dass dieses automatische Umplanen bei Garmin auf jeden Fall eine Katastrophe ist. Wenn du diese Funktion unbedingt benötigst, dann rate ich dir den Kauf von einem Garmin ab und rate dir eher zu einem Wahoo. Jetzt die Frage an dich. Gibt es immer noch Funktionen, die ich nicht erwähnt habe, die du aber benötigst? Ich meine, es gibt hier noch viel mehr Funktionen. Und auch das 840er bringt mit Sicherheit Neuerungen und noch mehr Funktionen mit sich. Aber die Frage ist halt, ob man das überhaupt benötigt und ob man am Ende des Tages überhaupt so viel Geld in ein GPS-Navi investieren möchte. Wenn du aber jemand bist, der bei einer neuen Investition lieber in das neueste Gerät investierst, dann kommst du natürlich um den Kauf des 840er nicht vorbei. Ich werde übrigens auch versuchen, einen 840er zu bekommen, um eben für dich ein Video zu drehen. Deswegen Kanal unbedingt abonnieren. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye bye.